Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, zu unserem neuen Video. Und heute stelle ich euch nichts anderes vor als A Song of Ice and Fire von The Game of Thrones, ein Miniature Game von Cool Mini or Not mit Eric M. Langwood das Spiel zusammen gemacht. Und ja, das ist das Starter-Set Stark vs. Lannister. Und ich sage euch jetzt, ob sich das Spiel lohnt oder ob es eine Enttäuschung ist. Ob es in meiner Sammlung bleibt oder nicht, das alles werdet ihr jetzt erfahren. Und jetzt viel Spaß. A Game of Thrones, A Song of Ice and Fire ist ein Miniaturenspiel. Das heißt, wir haben natürlich ganz, ganz viele Miniaturen. Und es ist ein Tabletop, falls euch das nicht sagt. In diesem Spiel werdet ihr hauptsächlich eure Armeen befehligen, wo sie hingehen. Und Würfel sind hier sehr entscheidend. Das heißt, wenn ihr Würfel nicht so sehr mögt, dann weiß ich nicht, ob euch das so sehr gefallen wird. Weil hier ist natürlich Glück auch eine wichtige Sache. Was wir zuerst sehen, ist natürlich ein Regelbuch, das sehr gut geschrieben ist. Auch sehr gut für Einsteiger, wozu ich gleich noch was sagen werde. Und natürlich vollgepacktes Material, ja. Wir haben hier Landschaften, verschiedene Landschaften. Wir haben hier ein Politikfeld, wo man politische Sachen machen kann. Ja, Zollstäbe zum Abmessen, noch mehr Landschaften und noch mehr Landschaften. Ganz viele Tokens und natürlich das Wichtigste, Miniaturen. Und die sind hier auch alle sehr schön eingepackt. Fire ist ein ganz simples Spiel und das, finde ich, ist ein sehr großer Vorteil von dem Spiel, weil sehr viele Tabletop-Spiele haben sehr viele kleine Regeln und dann weiß man nie, okay, wie sieht das denn jetzt aus, wie funktioniert das ganze Spiel und man muss oft was nachschlagen. Aber hier haben wir eine Übersicht und das sind auch schon alle Regeln. Ja, ich kann euch anhand dieser Übersicht alles erklären, das ganze Spiel. So, zum Beispiel sehen wir als erstes, haben wir dort das Manöver. Das Manöver ist ganz einfach, man kann sich am Anfang seine Einheit drehen, damit es gemeint, die jeweilige Tableau-Einheit, die wir hier zu sehen haben, die könnten wir dann drehen, wie wir wollen. Danach dürften wir uns bewegen, wie die Bewegungspunkte sind. Das machen wir mit diesem Zollstock. Hier steht dann drauf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wie viel die sich bewegen können. Und danach dürfen wir uns noch einmal drehen. Das wäre das Manöver. Dann haben wir einen Marsch. Da gehen wir einfach doppelt so viele Schritte, aber dürfen uns nur einmal drehen. Dann haben wir einen Ansturm. Und ein Ansturm ist eine ganz interessante Sache. Und zwar sieht die wie folgt aus. Ein Ansturm ist eigentlich ganz einfach. In dem Beispiel haben wir hier eine Armee der Lannister und hier haben wir welche von den Starks. Wir wollen sie angreifen und wir sind natürlich die Lannister. Also, was findet ihr besser, Lannister oder Starks? Könnt ihr in der Infobox abstimmen, damit Wally stolz ist auf mich. Und wir wollen jetzt einen Ansturm mit dieser Armee durchführen. Diese Armee hat ihre eigene Karte, jede Armee hat ihre eigene Karte. Und hier oben ist abgebildet, wie viele Schritte sie gehen kann. Die können 5 Schritte gehen. Das heißt, wir nehmen unser Stab, können gucken von der Mitte 5 Schritte. Wir brauchen aber 8, also fehlen uns noch 3. Für einen Ansturm nimmt man immer einen Würfel und würfelt den dann. Und je nachdem, wie der Wert ist, das erhöhen wir um unseren Wert. Wichtig ist, wenn es eine 1 ist, ist es immer ein Fehlschlag. Dann würden wir uns zwar bewegen, aber dürften dann nicht angreifen. Wir würfeln, eine 1. Schlechtes Beispiel, wollen wir nicht haben. Eine 4. Wir hätten es geschafft und könnten jetzt anstürmen und würden an die ranlaufen. Wir könnten uns jetzt so positionieren, wie wir wollen. Und wir greifen sie von der Front an. Wie ihr euch denken könnt, gäbe es Bonus, wenn wir von der Seite angreifen würden oder von hinten. Jetzt würde der Kampf stattfinden. Da nehmen wir einfach so viel Würfel, wie viel bei uns angezeigt sind. Wenn alle Reihen bei uns leben, würden wir in dem Beispiel 8 Würfel kriegen und dann immer weniger, wenn eine Reihe komplett vernichtet ist. Erkläre ich euch kurz die Reihen. Das sind sozusagen die Leben, die diese Truppe hat. Je Wunde müssen wir dann immer einen von hinten rechts entfernen. Wieso von hinten rechts? Weil vorne links haben wir oft den Anführer stehen. Wir können auch unsere Armee verstärken. Und wenn wir einen Schaden kriegen würden, würden wir einen entfernen. Wenn eine Reihe komplett leer ist, würden wir weniger Angriffswürfel haben. So, in dem Fall haben wir jetzt 8 Würfel. Wir würden die 8 Würfel nehmen. Und bei uns wird angezeigt, ab einer 3 haben wir einen Treffer. Wir würden die alle würfeln. Und 1, 2, 3, 4, 5. 6 Treffer würden wir. Jetzt könnte der Gegner noch verteidigen mit 6 Würfeln.
das, was er geschafft hätte. Der Rest müsste er wegnehmen und die würden sterben. Also ihr seht, der Kampf ist ganz einfach. Man kann es auch als Kampfaktion machen, wenn man direkt vor denen steht. Da muss man keinen Ansturm machen. Jetzt kann natürlich aber auch, hat es ein bisschen Panik gesorgt. Ja, stellt euch vor, ihr seid auf dem Schlachtfeld und ihr werdet angegriffen von einer Armee Krieger, der Lannister oder der Starks von einem Wolf. Dann verfällt ihr natürlich etwas in Panik. Und zwar, wenn ich angegriffen werde, muss man dann 2 Würfel würfeln, um zu gucken, wie die Moral der Armee nach dieser kleinen Schlacht ist. Nach diesem Kampf. Hier ist die Moral jetzt 2 Würfel, also 8. Und jede Armee hat einen Moralwert. Ja, der ist dort mit der Flagge abgezeichnet. Das wäre bei dem 7. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine 2 gewürfelt hätte, müsste ich alles in der Differenz bezahlen, und zwar mit Wunden. Ja, und das tut ziemlich weh. Und darauf spielen auch ein bisschen die Lannisters, ja, die spielen ein bisschen auf Panikmache, ja. Und wenn ihr die Serie kennt, dann ist das super, super thematisch. Ja, und so ist dann das Spiel. Es gibt verschiedene Spielmodi. Zum Beispiel, man muss bestimmte Punkte erobern. Einer hat eine Burg und verteidigt die Mauer, der andere muss sie erobern. Es gibt 5 Modi insgesamt und man kann es auch im Team spielen, das habe ich natürlich jetzt nicht gemacht, weil ich habe nur 2 Armeen, da kann ich nur 1 gegen 1 spielen. Und das ist das Grundprinzip von A Song of Ice and Fire. Aber ist das jetzt wirklich so gut? Das sage ich jetzt. Ihr merkt schon, ich mache ein bisschen anders die Videos jetzt, wo Valin nicht da ist. Aber ich hoffe, ihr mögt das. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. So, und jetzt will ich euch sagen, ob sich A Song of Ice and Fire für mich persönlich gelohnt hat. Wir sind ja auch gerade in der Phase, wo wir wirklich nur die guten Spiele behalten wollen. Und das ist eine große Verpackung und auch kein günstiges Spiel. Ja, also da muss sich das Geld auch wirklich schon lohnen. Und ich will anfangen, was ich bei A Song of Ice and Fire sehr mag. Und zwar ist das die thematische Umsetzung. Ich finde, dieses Spiel ist super, super thematisch. Ja, die Lannisters sind sehr hinterhältig und man hat Taktikkarten, die habe ich euch jetzt gar nicht erklärt, die hat man auf der Hand und die kann man dann immer ausspielen. So, man hat immer 3 Taktikkarten, man hat so ein ganzes Taktikdeck und die kann man dann immer ausspielen. Die sind auch ganz simpel, weil oben immer steht, wann man diese Karten ausspielen kann und was sie dann bewirken. Was ich aber sehr thematisch finde, ist, dass es auch dieses Feld hier gibt, wo man seine Figuren hinstellen kann, die zivil sind. Zum Beispiel jetzt Cersei Lannister, ja. Falls ihr gar nichts mit Game of Thrones anfangen könnt, die ist so, die kämpft nicht, die ist die Königin Regentin und macht so die Fäden von hinten. Und das ist hier ganz gut dargestellt, ja. Das heißt, es spielt sich nicht nur diese Schlacht ab, sondern man kann auch hier hingehen, um verschiedene Aktionen durchzuführen. Zum Beispiel eine Panikattacke bei einer Armee auszulösen, ja, weil man dort eine Intrige hingezettelt hat. Und dann haben die alle Angst gekriegt, ja. Und das, finde ich, ist sehr, sehr thematisch. Und das ganze Spiel fühlt sich für mich persönlich als Game of Thrones Fan an, dass es sehr, sehr liebevoll gemacht wurde. Ich mag das Artwork, ich finde die Miniaturen klasse, ich finde die Thematik cool, dass es verschiedene Spielmodi gibt, finde ich klasse. Und ja, dann gibt es zum Beispiel jetzt den Baum des, den Namen habe ich jetzt vergessen, ja, und der motiviert die Armee, die dort neben ist, ja, dass man auf Panikproben es leichter hat. Oder wenn man neben Leichen liegt, dann hat man es natürlich schwerer. Und diese ganze Thematik, wie sich die Lannister spielen, wie sich die Starks spielen. Ich hatte zum Beispiel eine Partie mit Paul und ich war die Lannister und der hat die ganze Zeit das Gefühl so, boah, was habe ich für gemeine Karten, ja, also ich als Lannister. Und am Ende war es dann trotzdem ganz knapp, dass ich gewonnen habe, aber dieses Feeling von Game of Thrones kommt sehr, sehr durch. Und das ist wirklich auch was für Fans. Was bei A Song of Ice and Fire versucht wurde und meiner Meinung auch erfolgreich geschafft wurde, ist, dass es für Einsteiger ist. Ja, was meine ich damit? Die Regeln sind sehr einfach. Ja, viele Tabletop-Spiele haben ganz viele Regeln und Kleinigkeiten. Das ist bei dem Spiel nicht so. Ich brauche 10 Minuten mit euch am Tisch und dann könnt ihr das. Und die Kleinigkeiten kann ich dann nebenbei noch erzählen. Ja, es geht wirklich darum, dass man diese schwarzen Würfel haben, die das Spiel so einfach machen. Ja, weil man weiß, ab einer 4 oder höher treffe ich. Bei der Panikattacke, die Differenz passiert dann. Ja, und es wurden einfach normale W6 Würfel genommen, ohne irgendwelche Symboliken und so. Das mag der eine oder andere vielleicht langweilig finden, aber ich will das schnell spielen und auch jedem erklären können, finde das sehr gut, dass das so simpel gehalten wurde und dass die Variation im Spiel durch diese Taktikkarten kommen, die man dann immer ausspielen kann, die bestimmte Sachen, Effekte auslösen. Ja, dass zum Beispiel, wenn du verloren hast, einen Krieger verloren hast, löse eine Panikattacke bei den Gegnern aus. Ja, und das, finde ich, macht das Spiel sehr gut.
Was man natürlich jetzt als Nachteil sehen kann auf A Song of Ice and Fire, ist, dass man viel Geld ausgibt, ich glaube so um die 140 Euro, und man hat nur zwei Rassen. Das fand ich ein bisschen schade, weil zum Beispiel es gibt Nahkampf und Fernkampf, aber ich persönlich habe keine Fernkampf erhalten. Und als Lannister hat man auch keine Infanterie, man hat keine Pferde, und die Starks haben welche. Und das ist dann schon ein bisschen schade, wo man sich dann denkt, okay, ich hätte gerne noch mehr. Und das ist auch, was eigentlich gut ist, aber andererseits auch schlecht, wo ich auch nicht persönlich weiß, ob ich mir jetzt da noch mehr zulegen will, weil die Box ist nicht klein und sie nimmt viel Platz weg. Und das ist ja auch berechtigt, da sind viele Miniaturen drin. Aber trotzdem, wenn man es spielt, merkt man, okay, ich würde jetzt, glaube ich, doch noch eine Rasse dazu haben, um ein bisschen mehr Variation zu haben. Das ist mir so als negativ aufgefallen. Was auch negativ ist, ist der Aufbau. Das Spiel aufzubauen dauert ein bisschen und das Abbauen auch, die Miniaturen alle einzusorten. Wo kommen die jetzt rein? Ja, man hat hier das gewohnt, ja, dass man die dann die Plätze suchen muss, wo das ist. Ja, und ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich probiere dann immer so lange rum, bis das passt. Finde ich ein bisschen nervig und das habe ich halt als negativ. Was, die Spieldauer könnte man jetzt negativ sehen, aber auch nicht. So dauert so 1,5 bis 2 Stunden, finde ich eigentlich ganz gut. Ganz zum Schluss hin hatte ich fast immer das Gefühl, so jetzt sollte langsam Ende sein. Kann aber auch einfach nur an mir liegen. Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Was ich auch noch sehr klasse finde an dem Spiel, wo dann auch bei mir ein bisschen kommt, dass ich vielleicht mir die eine oder andere Rasse noch dazu holen möchte, ist, weil es so thematisch ist, weil die Lannisters sich wirklich anfühlen wie Lannisters. Und bevor ich das Spiel anfange zu spielen, kann ich meine Armee zusammenstellen. Und zwar sind auf den Karten unten so Punktewerte abgebildet. Und dann können wir sagen, okay, wir machen bis zu 30 Punkte, das ist ein kleines Match. Und dann kann man sich seine Armee zusammenstellen und man kann dann einen anderen Heerführer nehmen, zum Beispiel Jaime Lannister oder Ser Gregor Clegane. Ja, und da kann man halt schauen, wen man jetzt nehmen möchte. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Nachtwache noch zum Beispiel hätte mit Jon Snow und so, das kann ich mir schon sehr, sehr cool vorstellen. Also mein Fazit für A Game of Thrones, A Song of Ice and Fire ist wie folgt. Und zwar finde ich es für Fans der Reihe richtig cool. Ja, selbst wenn ihr keine Tabletop-Spieler seid, das Spiel ist sehr einfach zu spielen und es dauert nicht sehr lange. Und ich persönlich finde auch, die Starterbox reicht vollkommen aus. Man kann es normal spielen. Man hat genug Würfel, genug Material. Anders wie jetzt zum Beispiel bei Star Wars Legion, wo ich sage, eine Box reicht nicht. Und das finde ich wirklich cool. Ja, wenn ihr Fans der Reihe seid oder ihr zum Beispiel wisst, eure Frau, eure Freundin oder euer Sohn guckt gerne Game of Thrones, dann spielt das mit dem, das wird ihm gefallen, selbst wenn man keine Ahnung vom Brettspielen hat. Und ich finde, das wurde hier auch versucht, dass man ein Spiel zugänglich machen kann mit einer guten Lizenz, dass, wenn man Game of Thrones mag, man sich das kauft und man Spaß haben kann. Und das wird meiner Meinung nach hier auch gemacht. Ich glaube, als Tabletop Geek, sage ich jetzt mal, wird man hier nicht so viel Spaß haben, weil es dann einem vielleicht zu einfach ist. Das kann ich aber nicht so sehr bewerten, weil ich jetzt nur Star Wars Legion sonst gespielt habe. Ich persönlich muss sagen, ich habe hier mit sehr viel Spaß und ich werde es auch in meiner Sammlung behalten und gebe dem Spiel als Note eine 2+. Und vielleicht ändert sich die Note, wenn ich mehr Rassen habe. Aber es ist für mich wirklich so, wenn ich Bock auf ein Tabletop-Spiel habe, dann werde ich das Spiel rausholen. Und mir reicht für den Anfang erstmal die Starks und die Lannisters. Wenn ich das dann noch mehr spielen werde, wenn ich sage, in einem halben Jahr, ich werde das immer noch viel spielen, dann werde ich mir höchstwahrscheinlich auch die anderen Völker anschauen. Oder schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die anderen Völker sehen wollt, ob euch das interessiert, ob die sich wirklich lohnen oder ob das dann einfach nur ein anderes Haus ist mit anderen Namen oder auch strategiemäßig sich was ändert. Ja, das war meine Rezension zu A Song of Ice and Fire. Für mich eine Empfehlung für Fans und für Tabletop-Fans auch oder die damit anfangen wollen. Natürlich ist der Preis sehr hoch, deshalb müsst ihr auch wirklich wissen, dass ihr Game of Thrones liebt. Wenn ihr Game of Thrones nicht so sehr mögt oder gar nichts damit anfangen könnt, dann weiß ich nicht, ob ich euch das so sehr empfehlen würde, weil hier ist bei mir persönlich wirklich diese Thematik mit dieser Lizenz, finde ich einfach sehr, sehr gut gelungen von Cool Mini or Not. Okay, das war meine Rezension. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ah, danke allen Patrons natürlich und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!